Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute, was für ein Datum haben wir heute? Ich hab's vergessen. Hast du das Datum vergessen, oder was? 23. März, sag ich jetzt mal. Wir haben den 23. März, weiß man doch. Ja, warum fragst du dann so blöd? Heute am 23. März ist die Raumstation Mir. Dir? Mir ist bei Neuseeland ins Meer gestürzt. Das war mir nichts, 2001. Dir nichts. Zwischen Neuseeland und Südamerika. Mir nichts, dir nichts, ist sie ins Meer gestürzt. Ins Mir nichts, dir nichts. Endlich geht er auf mein Spielchen ein. Ja. Ins Meer gestürzt. Was bedeutet Mir? Mir? Was mir ist, ist noch lange nicht dir. Ja, aber was bedeutet das Wort Mir? Ist das nicht Russisch und steht für Frieden? Na also, Respekt und Anerkennung. Ja, genau. Das war am 23. März 2001. Mhm. Was war noch am 23. März? Ja, nicht 2001, ein, zwei Wochen früher, 1889. Ja, da hat US-Präsident Benjamin Harrison eine Proklamation unterschrieben, mit der das letzte Indianerterritorium auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten in Oklahoma zur Besiedlung für Weiße freigegeben wurde. Ah. Der darauf basierende Oklahoma Land Run fand am 22. April statt. Das heißt also Proklamation am 23. März. Sie haben also den Indianern irgendwie gesagt, ist nicht, oder wie? Naja, die Amis haben das ja gar nicht mal so ungeschickt gemacht. Nicht unbedingt nett und fair, aber die haben immer gesagt, am Anfang, ja, 90% von Amerika könnt ihr behalten, wir brauchen ja nur das bisschen. Na klar. Und dann immer peu à peu mehr und mehr und mehr. Und am 23. März 1989, da haben sie sich wirklich alles gekrallt. Die Schweine. Ja. Ja, was war? Deshalb weiß ja auch jeder, dass jeder Amerikaner ein Native-Amerikaner ist. Ne? Jeder Amerikaner war ein Native-Amerikaner? Ja, also die waren ja schon vor den Indianern da. Deshalb haben sie auch vollkommen recht, wenn sie sagen, Mexikaner raus. Na klar, natürlich. Macht Sinn. Ja, 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 genau. Am 23. März 1966 übergibt Konrad Adenauer den Parteivorsitz der CDU. Ja. Nee, der übergibt sich nicht, sondern vielleicht auch, kann sein. Ja, okay. Weiß ich aber nicht. Ist nicht an festgehalten wen? Worden. An Ludwig Erhard. Ach, guck mal da. Ja, da ist er. Da ist er, ja. Der Lude Ludwig. Ludwig und hier der Conny. Lude Ludwig und Conny. Luder und Conny. Und Cornetto Conny. Ja, genau. Der Konrad Adenauer abgedankt und hat dann am 23. März ist es passiert. Okay. Konrad Adenauer war ja sowieso nicht nur Weltmann, sondern der hat auch ein paar richtig geile Zitate auf die Welt gebracht. Was denn? Was du nicht willst, dass man dir tue, das füge schnell dem Nächsten zu. Das war die Tagesdosis Angeberwissen heute mit Pujan, dem allwissenden Tausendsasser. Die einen sagen so, die anderen sagen das Gleiche. Ja, genau. Und Sashi, wir sehen uns morgen wieder. Cheerio, Miss Sophie. Viel Spaß, ciao.